war es in den beiden Weltkriegen. Die Schnelligkeit und Beweglichkeit der Truppe hängt wesentlich von einem guten Straßen- und Wegenetz ab. Musste sich der Pionier früher mit Spaten und Kreuzhacke mühsam abquälen, so stehen ihm heute die modernsten Straßenbaumaschinen zur Verfügung. Zugleich aber wird er sich seiner Verpflichtung bewusst, Meister des Straßenbaus zu werden. In einer Folge von Filmen werden wir die einzelnen Phasen des Straßenbaus kennenlernen und beginnen mit dem Teil 1, Straßenerkundung. Im Allgemeinen verfügt Europa über ein recht gutes und dichtes Straßennetz. Die Lage kann jedoch dazu zwingen, die Benutzung von Straßen und Wegen vorzuschreiben, die nicht dem Idealfall entsprechen. Und schon sind wir bei einem Beispiel. Das ist Harthausen, ein kleiner Ort in Südbayern. Behelfsmäßig wurde am Ortsausgang ein Pionier-Kompanie-Gefechtsstand eingerichtet. Die Lage ist folgende. Die 4. Division verteidigt sich in allgemeiner Linie Kochelsee-Würmsee. Das Pionierbataillon 4 hat den Auftrag, Verkehrsverbindungen in der Tiefe und rückwärts der Verteidigungsstellung herzustellen. Luftbildaufnahmen liegen nicht vor. Der Kompanieführer, 1. Kompanie, weist gerade einen Zugführer ein, der als Erkundungstruppführer für die geplante Divisionsversorgungsstraße Harthausen-Geretsried eingesetzt ist. Die Meldelinien werden festgelegt. Erste Meldung bei Erreichen der Autobahn. Zweite Meldung bei Erreichen der Isar. Es ist jetzt 8.45 Uhr. Ich erwarte das Erkundungsergebnis bis 14 Uhr. Viel Erfolg. Während der Truppführer zu seinem Trupp fährt, wollen wir einen Vorschlag machen, der sich als zweckmäßig und wertvoll erwiesen hat. Zur Schonung der NATO-Karte empfiehlt es sich, auf einer Planpause die zu erkundende Straße durchzuzeichnen. Jede Straßenerkundung ist nach einem genauen Zeitplan durchzuführen. Je gründlicher die Vorbereitungen getroffen werden, desto einfacher und reibungsloser wird die Erkundung ablaufen. Auf der linken Seite sind einzutragen die Straßennummer, die Kilometerzahl zwischen den Ortschaften, die Uhrzeit, zu der der Trupp den betreffenden Ort erreichen soll, sowie die Orte selbst. Auf die rechte Seite kommt das Erkundungsergebnis. Die Eintragungen erfolgen nach den von der NATO eingeführten allgemeingültigen Zeichen und Abkürzungen, die wir hier noch einmal in Erinnerung bringen. Wir finden sie auf den NATO-Tafeln für Straßenerkundung. Inzwischen wird das für die Straßenerkundung notwendige Gerät von den Pionieren des Trupps verladen. Außer Waffen, Schlauchboot, Schwimmwesten, Messband und 2-Meter-Stab sind wichtig. Erdbohrer, Peildraht, der mechanische Steigungsmesser. Gut. Und hier der optische Steigungsmesser. Noch einen Blick auf die Karte und das Aufstellen eines Zeitplanes. Zu erkunden sind 42 Kilometer. 5 Stunden stehen zur Verfügung. Für die Erkundung bleiben 4 Stunden, für die Rückfahrt 1 Stunde. Das heißt für einen Kilometer 6 Minuten. Während die Zeit, in der der Trupp den folgenden Ort erreichen soll, zwischen den Ortsnamen eingezeichnet wird, werden die tatsächlichen Fahrzeiten bei der Erkundung hier eingetragen. So bleibt, wie wir später sehen werden, eine Möglichkeit des Ausgleichens. Während die Pioniere noch mit dem Verladen beschäftigt sind, weist der Truppführer seinen Stellvertreter in den Auftrag ein. Noch ein Uhrenvergleich. Alles klar? Marsch! Die Stärke des Erkundungstrupps, ein Offizier, ein Unteroffizier, ein Funker, 2 Pioniere und 2 Fahrer. Der Truppführer und sein Stellvertreter unterrichten während der Fahrt ihre Wagenbesatzung. Denn jeder Einzelne ist verantwortlich für die Durchführung des Auftrages. Harthausen ist verlassen. Hier gleich die erste Vermessung. 2 Pioniere mit dem Messband nach vorn. Ein Blick auf den Tachometer. Fahrbahnbreite 4,5 Meter. Kronenbreite 6,5 Meter.
Der Truppführer hat festgestellt, dass es sich um eine B-Straße nach dem NATO-System handelt. Das heißt, um eine bei trockenem Wetter gute Straße, durch ihren schlechten Unterbau aber bei lang anhaltendem Regen minderwertig. B heißt eine im Allgemeinen gute Straße. F, schlechter Unterbau, 4,5 Meter Fahrbahnbreite, 6,5 Meter Kronenbreite. S, wassergebundene Schotterdecke. Eine Kreuzung. Auch sie muss vermessen werden. Die Fahrzeuge gehen in Deckung. Eine Ortsbestimmung, ein Wegweiser. Vorsicht! Allzu gerne verändert der Feind die Straßenschilder. Nun, hier stimmt es. Der Stellvertreter meldet das Ergebnis seiner Messungen. Eine gute Straße, keine scharfen Kurven und Steigungen, guter Ober- und Unterbau, gute Entwässerung, bituminöse Fahrbahndecke. Also, nach dem NATO-System, eine A-Straße. Fahrbahnbreite 6,5 Meter, Kronenbreite 8,5 Meter. T2 heißt bituminöse Fahrbahndecke. Und wieder ist der Trupp auf dem Marsch. Rechts eine Kiesgrube, ruft der Funker. Gut so. Jeder muss mitbeobachten. Jede Kiesgrube ist grundsätzlich auf ihr Baustoffvorkommen zu untersuchen, auch wenn die bisherige Erkundung noch keine instandsetzungsbedürftige Straße ergeben hat. Eine Kiesprobe wird entnommen, etwa in 2/3 Höhe des Hanges. 3 bis 4 Spatenstiche. So, das genügt. Nur noch beschriften. Der Truppführer schätzt inzwischen die Menge des vorhandenen Kieses ab. Seine Überlegungen zum zweckmäßigen Herrichten der Zu- und Abfahrt durch eine Planierraupe zur Ausbeute der Kiesgrube zeigt diese Trickzeichnung. Doch raus aus der Kiesgrube und wieder auf die Straße. Diese Schneisen eignen sich als gedeckter Rastraum für motorisierte Einheiten bis zu 1000 Fahrzeugen. Beide Erkundungsergebnisse sind einzutragen. Und hier größerer Fichtenbestand. Stärken etwa 20 bis 30 cm im Durchmesser. Geeignet als Baustoff für Knüppeldämme und Behelfsbrücken. Eine Ortschaft. Jetzt heißt es besondere Aufmerksamkeit etwa vorhandenen Engstellen schenken. Da ist schon eine. Engen, die eine nur einspurige Durchfahrt und eine Herabsetzung der Geschwindigkeit erfordern, behindern den reibungslosen Verkehr erheblich. Und so sieht das übertragen aus. Ein unbeschrankter, schienengleicher Bahnübergang. Denkbar einfach ist die Einzeichnung. R1, das heißt eingleisiger Übergang.
Dieser Waldweg ist infolge schlechter Entwässerung, schlechten Unterbaus und des gänzlich fehlenden Oberbaus für motorisierten Verkehr ungeeignet. Leichte Wagen, Vierteltonner zum Beispiel, werden bei trockener Witterung durchkommen. Jetzt heißt es für den Truppführer, eine Entscheidung zu treffen. Fahrzeuge wenden. Hier Erdbohrer ansetzen. Die Bodenprobe ist wichtig zur Feststellung der Tragfähigkeit des Bodens, für spätere Aufnahme des Straßenkörpers und der Verkehrslasten. Diese Zeichnung zeigt, dass der Erdbohrer die einzelnen Bodenschichten durchstoßen muss. Zunächst den Schlamm, dann den darunterliegenden lehmigen Kies, bis auf die Tonschicht. Die Beurteilung der Bodenprobe, mittlerer Boden, das heißt eine Tragfähigkeit von 14 bis 20 Tonnen pro Quadratmeter. Außerdem bedeutet die Tonschicht frostgefährdeter, wasserundurchlässiger Boden. Bevor zeitraubende Ausbesserungsarbeiten an diesem stark verschlammten Waldweg durchgeführt werden, ist es zweckmäßig, einen Umgehungsweg zu erkunden. Die Wichtigkeit dieser Erkundung meldet der Truppführer durch Sprechfunk der Kompanie. Eine kurze Beurteilung der nur 2,5 Kilometer längeren Umgehung. Günstig, gute Straße. Ungünstig, offenes Gelände. Die Autobahnbrücke ist erreicht. Das NATO-Schild zeigt an, dass die Brücke mit Fahrzeugen der Klasse 100 für Räderfahrzeuge und 70 für Kettenfahrzeuge einspurig befahren werden darf. Es handelt sich hier um militärische Gewichtsklassen, die wir von der NATO übernommen haben und die anstelle unserer bisherigen Gewichtsangaben in deutschen Tonnen treten. Sie besagen in unserem Fall, dass die Tragkraft der Brücke, zum Beispiel für Kettenfahrzeuge von ca. 63 Tonnen Gesamtgewicht, ausreicht. Balkenbrücke, lichte Weite 14,2 Meter. Lichte Höhe 4,5 Meter. Gut. Gesamtbrückenbreite 8,5 Meter. Nutzbare Fahrbahnbreite 6,5 Meter. Hier die Eintragung. Dicker Kreis, Brücke über 30 Meter. Fahrzeugklassen nach dem NATO-Schild. Nummer des Kartenblattes. Nummer der Brücke. Stahlbeton. Balkenbrücke. Spannweite. Nutzbare Fahrbahnbreite. Durchfahrtshöhe ohne Behinderung in der Höhe. Lichte Höhe unter der Brücke. Sollte diese Brücke durch Feindeinwirkung zerstört werden, besteht eine Übergangsmöglichkeit über die Autobahn 100 Meter nördlich. Der Truppführer erkundet sie selbst. Sie ist in Ordnung, also Eintragung wie hier. Nach Durchgabe der bisherigen Erkundungsergebnisse an die Kompanie geht es weiter, Richtung Sauerlach. Eine Eisenbahnunterführung. Während zwei Pioniere die lichte Weite feststellen, wird vom Wagen aus die lichte Höhe gemessen. Die Fahrzeughöhe ist bekannt, also wird diese Möglichkeit genutzt. Das Zeichen für Unterführung. Lichte Weite, lichte Höhe. Eine weitere Feststellung. Nur Einbahnverkehr möglich. Es ist wichtig, Vorräte von Langholz und Brettern nach einem kurzen Überschlag in die Erkundung aufzunehmen. Die Eintragung, etwa 150 Kubikmeter Bretter, 200 Baumstämme, 30 bis 40 Zentimeter im Durchmesser, Sägeeinrichtung in Ordnung.
Und wieder eine Engstelle. Also vermessen. Der Truppführer notiert, dass die Engstelle 150 Meter lang ist. Und weiter geht die Fahrt. Diese Schlucht erschwert die Bewegungen, besonders behindert sie den Gegenverkehr. Während zwei Pioniere mit dem mechanischen Steigungsmesser die Berechnung der Steigung vornehmen, stellt der Truppführer fest, erstens, dass dieser Erdrutsch dem abfließenden Wasser den Weg versperrt, sodass bei stärkeren Regenfällen die Straße überspült wird, und zweitens, dass dieser Entwässerungsgraben zu säubern und zu vertiefen ist. Wie sieht der Durchlass aus? In Ordnung. Gott sei Dank, wenigstens etwas. Und die Eintragung? Das Zeichen für Engstelle und die Breite in Metern. Die drei Pfeile zeigen 14% Steigung an. Nun zur Brücke, dem wichtigsten Abschnitt der Erkundung. Der Truppführer lässt die Fahrzeuge in Deckung fahren und geht nach vorn zur Brückenrampe. Die Brücke selbst? Tja, die war einmal. Ein kümmerliches Pfahlloch und die beiden Widerlager. Das ist alles. Diese sehr wichtige Feststellung ist sofort der Kompanie zu melden. Der Truppführer entschließt sich, den restlichen Abschnitt bis Geretsried zu Fuß zu erkunden, während er seinen Stellvertreter mit der Aufnahme des Flussprofils beauftragt. Dann lässt er sich mit dem Schlauchboot übersetzen. Ein paar letzte Anordnungen. Uhrenvergleich. In 3/4 Stunden hofft der Truppführer zurückzukommen. Bis dahin muss die Flussprofilaufnahme abgeschlossen sein. Der Peildraht wird befestigt. Die Verankerung am anderen Ufer. In Abständen von 5 Metern wird die Flusstiefe gemessen. Der Truppführer hat inzwischen Geretsried das Ziel der Erkundung erreicht. Die Strecke Isar-Geretsried ergab keine Mängel. Während der stellvertretende Truppführer seine letzten Einzeichnungen macht, kehrt der Truppführer zum Fluss zurück. Sein Stellvertreter übergibt die Profilaufnahme der Brückenstelle.
Damit ist die Erkundung beendet. Der Trupp kehrt zur Kompanie zurück. Harthausen ist wieder erreicht. Straßenerkundung Harthausen-Geretsried durchgeführt. Danke. Aufgrund Ihrer ersten Funkmeldung hat die Division befohlen, diesen Waldweg als Nachschubstraße auszubauen. Der Vermessungstrupp ist bereits eingesetzt. Noch ein kurzer Rückblick auf die Eintragungen. Rechts die Erkundungsergebnisse. Hier die Einzeichnungen nach der NATO-Tafel. Und noch einen Blick auf den Zeitplan. Zum Beispiel 11.20 Uhr Frasshausen. Errechnete Zeit bis Linden 18 Minuten. Tatsächliche Zeit aber 16 Minuten. 11.36 Uhr. Das heißt 2 Minuten Gewinn. Linden-Voggenbeuren 15 Minuten. Das heißt 3 Minuten Verlust. Und so weiter. So ist die Möglichkeit des Ausgleichs während der Erkundung immer wieder gegeben. Der Truppführer tritt nun wieder zu seinem Zug zurück. Die nächste Aufgabe wird sein, an der erkundeten Versorgungsstraße Ausbesserungsarbeiten durchzuführen.